ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਗਤ ਗਿਆਨ ਦਾਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਯੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲਿਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਸਾ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਾਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਰਜਹ ਨਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦ ਲੈਸਟ ਪੌੜੀ ਹਮ ਨੂੰ ਦੀ ਯੋਗੀ ਇਸ ਦੇ ਸੇਤ ਫਰਸੂਖਤ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਰੇਣ deren Lehre zu folgen und auch ein Yogi zu werden, ein Sitz zu werden. Weiter in dieser Pauli werden die Yogis versuchen, Guru Nanak Devdi auf ihren eigenen Weg ihn zu überzeugen. Und Guru Nanak Devdi antwortet auf deren Fragen. Die Yogis, die Sitz sagen, wir haben, Pugt. Pugt bedeutet, es ist ein Essen, was aus Mehl, Wasser und Zucker besteht. Auch Juran genannt auf Punjabi. Und auch eine Pandaren. Pandaren ist eine, die dann, wenn, wenn das Essen, wenn das, Pandaren, das Essen fertig ist, ähm, das verteilt. Einen Sevadar sozusagen. Dies nennen die Yogis eine Pandaren. Und dann haben sie noch einen Nad, einen Sang, ein Instrument, was die Pandaren dann äh, erklingen lässt, wenn ähm, das Essen fertig ist, damit alle Yogis sich zusammensetzen. In eine Pangit, wie, wie auch jetzt in den Gurdwara äh, zu sehen ist, auch äh, in eine Pangit, in eine Linie sich hinsetzen und dann wird das Essen gleichmäßig verteilt. Und Guru Nanak -Dev, die sagt: Meine Lehre ist eine andere. Ich benutze auch diese Sachen, aber in einer anderen Form. Pogitte gern. Mein Bogit, mein Essen ist das Gern, ist die Weisheit, ist das Wissen über den Schöpfer der pandaren wer verteilt das essen wer verteilt ähm, dein pandaren dein gern wenn sagt der pandaren die barmherzigkeit wie wir auch in den vorherigen bawdien ähm, gelernt haben da der kaput das der die barmherzigkeit ist der sohn von tarm und genau hier sagt auch gurnand devji das essen das gern essen das innerliche Gern, die Weisheit über den Schöpfer, verteile ich durch Barmherzigkeit. Und dann sagt Guru Nanak Dev Ji auch noch, den Sank, dieses Instrument, was ihr spielt, wenn, wenn, ihr sich, wenn ihr euch zusammensetzt und das Essen verteilt. Das ist bei mir, in jedem einzelnen Lebe, Lebewesen hier auf dieser Welt. Er klingt der Name des Schöpfers Vahigru. und das ist meine Lehre in dieser Pauri. Yogis Die sagten, du, du wirst zu einem Naht. Naht ist jemand, der sehr groß angesehen wird, der Herrscher von den Yogis sozusagen, also der größte Herr der Yogis. Und Guru Nanak Ji sagt, Ab ähm, Der eine allmächtige Schöpfer ist der Naht. Der Schöpfer Wahigru ist der Herrscher über allen. Und Nati Sabjaki. die Yogis sagten, du wirst doch viele Anhänger bekommen. Gurnam Devji sagt, Nati Sabjaki. ab Nat, der Schöpfer ist der naht selber, der Herrscher über allem selber. Und Nati, Nat Hui, hat die ganze Welt, die ganze Menschheit in seiner eigenen Hand umwickelt. Denn jeder, wie wir auch in den vorherigen Paulinen gelernt haben, Hukme Bahar Hukum Alles passiert und alles bewegt sich in seinem Hukum. Dann sagten die Yogis, du wirst sehr viele Ridya Siddhya ähm, bekommen. Ridya Siddhya sind hier vielleicht nochmal erwähnt übermenschliche Kräfte. Ridya sind sowas wie, wie zum Beispiel aus wenig Essen so viel Essen machen, dass das kein Ende mehr findet. Und Siddhya sind sowas wie, allwissen zu werden, die Gedanken des anderen zu erkennen, aber auch einen größeren Körper sich anzueignen oder sich durch den Sukum und das Tulsrit zu bewegen. Aber hier erstmal nur an dieser Stelle gesagt, um das kurz zu fassen: Ridya Siddhi, übermenschliche Kräfte wirst du gelangen. Und Guru Nanak ji sagt: Ridya Siddhiya Avarasad, Ridya die übermenschlichen Kräfte, die bringen dich nicht zu dem einen allmächtigen Schöpfer. Aber das sind nur weitere Svad, weitere Verlangen. Das ist nur ein weiterer Geschmack, den ihr bekommt. Aber diesen Geschmack möchte ich nicht. Ich möchte den Geschmack haben, den ich dauerhaft habe. Den Geschmack von Name. Sanjog bedeutet jemanden treffen oder etwas erhalten. Heißt, und Vejog bedeutet, etwas verlassen oder jemanden zu verlassen. Sind Jog, Vejog. Also all das, was wir erhalten oder all diejenigen, die wir treffen. Aber auch auf der anderen Seite, Vijog, All das, was wir ähm, verabschieden müssen. Oder all die Personen, von denen wir uns verabschieden müssen. Doi Auf der Welt sind die beiden einfach nur in seinem Hukum des einen allmächtigen Schöpfers. Le ave Denn, wie wir... Agieren. So erhalten wir auch ähm, das, was wir, äh, wie wir agiert haben. Laut der Karma-Philosophie, was wir schon bereits öfters erklärt haben, all das, was wir machen, wenn wir gute Taten vollrichten, bekommen wir Gutes. Wenn wir schlechte Taten vollrichten, werden wir Schlechtes erhalten. Ades, diser, ades. Ronaldo sagt wieder: Ades, diser, ades. Namaskar, Herr. Ich verbeuge mich vor dem einen allmächtigen Schöpfer. Der eine allmächtige Schöpfer, der Ade, der keinen Anfang hat. Anile, der nicht aufgezählt werden kann. Anahate. Ad, Anil, Anade. Der Anade, der keinen Anfang hat und auch kein Ende hat. Anahate. Hat der Toret, der kein Ende hat, den man nicht umbringen kann, der niemals stirbt. eko Ekowees. Der durch die ganzen vier Jogs, durch die Zeitalter, Ekowees, der eine und der gleiche geblieben ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und aktiviere die Benachrichtigungen, um kein Video zu verpassen.